21. April 1979 im Waldstadion gegen Kaiserslautern. Was keiner ahnen kann, es ist sein letztes Bundesligator. 15. März 1980. Der Mann, der ihn foult, heißt Lothar Matthäus. Ich hatte keine Möglichkeit auszuweichen, sondern habe den Schlag bzw. das Umknicken erst gespürt, als es schon passiert war. Sein 441. und letztes Bundesligaspiel. Nie zuvor wurde er ausgewechselt. Grabowski erleidet eine schwere Fußverletzung. Zwei Monate später gewinnt die Eintracht den UEFA-Pokal. Grabowski hat daran seinen Anteil, aber am größten Tag der Eintracht ist er nur noch Zuschauer, wenn auch auf den Schultern seiner Mitspieler.